Südkorea-Interview mit Marco Bautic, eine Institution fast beim FC Tingen, lange Jahre Spieler, aber das wird er uns sagen. Marco, du machst dich jetzt warm, wirst du heute noch eingewechselt? Ja, schauen wir, was unser Trainer sagt. Also, ja, ich will gerne jetzt meine 3 Tore noch machen und dann habe ich 100 voll, aber ja, ich trainiere noch nicht und ja, schauen wir, ich kann schon gerne reinmachen, aber schauen wir, jetzt zur Zeit steht 0-0 und die Mannschaft spielt schon gut und ja, schauen wir nachher. Ja, also 97 Tore hast du schon in der Landesliga oder allgemein für den FC Tingen? Also nein, 97 habe ich schon Landesliga und habe ich insgesamt jetzt 120 mit 3 Jahren, wo habe ich Bezirksliga gespielt und ja, ich will gerne noch 3 reinmachen und dann 100 voll. Aber ja, ist schon schwer. Ich bin jetzt 45 und ich trainiere überhaupt nicht. Also ich trainiere jetzt F1, wo meine Kleine spielt auf ihr FC Tingen und ja. 45 Jahre und immer noch total fit? Ja. Oder laufen dir die davon? Nee. Nein, also ich mache jetzt schon viel. Also ich fahre jetzt oft jetzt Fahrrad und dann trainiert ab und zu mit dem alten Herren und war mal in zweite Mannschaft und ja, 24 Minuten auf jeden Fall. Reicht es? Ja, reicht, genau. Also noch 3 Tore, da drücken wir die Daumen. Aber du machst noch was anderes. Ich habe von einem Buch gehört. Kannst du da was sagen dazu? Genau. Also im Sommer ist jetzt mein Buch ist jetzt draußen gekommen. Habe ich jetzt mit Matthias Scheibengruber. Hat mir jetzt viel geholfen. Hat jetzt einen Sticker gemacht. Habe ich über 600 als Bilder oder Interview. Habe ich das jetzt alles gesammelt. Und 15 Jahre, wo habe ich 15 schöne Jahre, wo habe ich bei FC Tingen gespielt und 3 Jahre bei Mannheim. Und da habe ich das alles gesammelt und jetzt ist jetzt Partygoldbuch, Fußballkarriere 1993-2011. Da erfahre ich auch noch was mit Matthias Scheibengruber, genau. Den kenne ich auch. ja, jetzt nochmal FC Tingen. Wird es dieses Jahr knapp, jetzt in der Landesliga sich zu halten oder machen sie das noch, oder deine Kumpels, mit dir? Ja, also ich hoffe, also Mannschaft spielt nicht schlecht, also ein paar Spiele, es hat immer knapp verloren, 2-1 und zurzeit jetzt ein paar Spieler fehlt und also heute ist jetzt ein ganz wichtiges Spiel, wenn wir heute gewinnen und dann ich hoffe, das sind jetzt die richtigen Wege, jetzt muss eine Serie her, sonst ist es schwierig, sind jetzt ganz unten, schade, hat einen guten Start gehabt, aber letzte paar Spiele hat er verloren und ja. Ich hoffe, dass die schaffen. Es ist nur ein Jahr in Landesliga, ist nicht so gut. Also wir haben eine schöne Serie gehabt, wo haben wir 11 Jahre in Landesliga gespielt. Ja. Okay, dann wünschen wir dir alles Gute, der Mannschaft alles Gute und toi 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 mit dem FC Tingen und noch die 3 Tore, dass die voll machst. Vielen Dank, Marco, für das Interview. Dankeschön.